Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Ja, beim letzten Mal haben wir Bowser freigeschaltet. Jetzt haben wir die dicke, fette Echse, die das Pit-Königreich droht, auf unserer Seite. Er hat auch gesagt, er will uns erst dann verkloppen, wenn wir das Universum gerettet haben. Er hat auch irgendeinen Groll gegen Misera, weil die ihre Schergen unter Kontrolle gebracht hat. Seine Schergen, nicht ihre. Bowser. Frag mich nicht, wie ich drauf kam jetzt. Krypton's Gedicht, die seltsamen und widerstrebenden Gefühle des ländlichen Käsemachers, folgte eine Invasion durch Außerirdische. Okay. Der Planet musste sich seine Freiheit mit tausenden Tonnen Kürbiskuchengewürz erkaufen. Schrecklich. Mochten die das Gewürz so sehr? Also 1000 Tonnen sind schon viel. Ist übrigens gar nicht aufgefallen. Vielleicht war neben einem Haus letztes Mal auch so ein Bild an der Wand. Nachdem Tristan sein nächstes Gedicht gelesen hatte, stieß ein Luxussternenkreuzer mit einem Satelliten zusammen. Tagelang fielen Trümmer vom Himmel. Die Rabbits saßen friedlich beim Picknick und plötzlich, bumm, krachte ein kristallener Whirlpool oder ein goldener Barockschrank herunter. Aber was läuft in deinem Leben eigentlich falsch? So, da ist auch noch ein Haus. Hier ist auch noch eine Planetenmünze. Eilas, hier auf Prima Paletti. Wisst ihr, was das für unsere heile Weltbewertung zu bedeuten hat? Steht die Möglichkeit, uns wenigstens drei Heilers vom Heil zu schaffen. Sie würden dasselbe mit euch tun, glaubt mir. Okay, einfach drei von denen ausschalten. Das passiert schon irgendwie nebenbei. Zwei Tragödien trugen sich zu, nachdem Tristan seine unter fernen Eiben verfasste Liebeserklärung vorgetragen hatte. Erstens, der Mond stürzte auf den Planeten herab. Und zweitens, seine Freundin gestand, den Kapitän der Fußballmannschaft geküsst zu haben. Er hatte eine Freundin. Er hatte nicht immer Pech im Leben. Er hat auch ein Glück widerfahren können. Also er hat auch mal Glück gehabt, irgendwo. Hier ist eine Röhre. Führt die nach Hause? Oder wohin führt die? Ja, die führt hier hin. Hallo. Knochenvoll! Er ist dankbar, dass das Dorf verschont geblieben ist, aber er ist untröstlich wegen der Schädigung des Waldes. Okay. Wie kannst du entziffern, was der von sich gibt? Die Brücke ist immer noch kaputt, ne? Erstmal noch im Dorf zu Ende gucken. Wir müssen wahrscheinlich eher als nächstes in den Wald. Falsche Taste, Entschuldigung. So, jetzt wollte ich gucken, war hier in dem Haus auch noch so ein komisches Teil? Ja, da ist auch ein Bild gewesen. Ein junger Tristan rezitiert sein erstes Gedicht, kurz bevor die große Baumfäule Prima Paletti heimsucht. Junge, hör auf, Gedichte zu schreiben. Danach waren 500 Laubbläser im Einsatz, um Ordnung zu schaffen. Die Bewohner mussten wegen der Lärmbelästigung 1 Million Münzen bezahlen. Alter. So, was haben wir denn hier sonst noch zu finden? Da ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Die sehe ich. Das Haus hier kann ich offenbar nicht rein. Sieht zumindest für mich so aus. Das Kind und der König mit Rabbit Luigi und Bowser. Machen wir das als nächstes. Interessant, wie Bowser mit der Welt interagiert. Keiner bringt euch nicht das Herz in Gefahr. Wenn ich in der Nähe bin, ich kümmere mich darum persönlich. Wir sind nicht wegen des Kuchens hier, Rabbit Luigi. Zum Glück freut sich Bowser auch schon auf den Kampf. Wenigstens einer, der die Sache ernst nimmt. Aber, Rabbit Luigi, wenn ihr zufällig über gesalzene Honigknusperkrapfen stolpert, dann bringt welche mit, ja? Okay, wie stellen wir das jetzt am besten an? Sind das nur die Augen? Nee.
Oh, hier ist direkt so ein Geist. Und ein Heiler ist auch direkt da. Los geht's. Nee. Ich seh dich. Erstmal wird geboostet. Ach ja, ich hab ja schon, ne? Dann gehe ich mal hier hoch. Da kommt eine Rakete von oben. Ich habe einen Rocket Jump versucht, Leute, aber es klappt ja nicht. So, und ich schwäche den mal ab. Los! Weil ich weiß, dass der Schaden drückt. Jetzt habe ich ja auch meine Deckung vernichtet, ne? Gut, dass ich ihm den Elektrohasen gegeben habe. Zum Glück macht er so kaum Schaden. Ich mag diese dummen Biester überhaupt nicht. So, macht Bumm! Nee, doch super. Oh, ich habe mich selber im Brand gesteckt. Das war so nicht geplant. Aber ich habe down, was ich down haben wollte. Und dann mache ich erstmal das da weg. Gut ist, die treffen beide sehr viel. Autschen. Solange die Gegner nicht respawnen, habe ich weniger Probleme. Warte mal, Rabbit Luigi? Hilf Bowser mal hoch. Ich weiß, Bowser kriegt jetzt dafür eine Breitseite ab. Aber das lohnt sich, Leute. Glaubt mir. Ich muss nur es gepfiffen kriegen, dass ich auf den da hinten ziehe. Ach komm, dann ziele ich halt auf den da. Ich ziehe gerade so an ihm vorbei. So, jetzt treffe ich aber. Meine Fußarbeit, wirf dich um. Immer zuerst auf die, die nerven können. Zum Glück bin ich unempfindlich gegen Elektrizität. Ich hoffe, dass keine Gegner weiter spawnen, ne? Ich packe ich mal da hoch. Und ziel auf den. Da treffe ich am meisten. Ach,
stimmt ja, die haben ja diese dumme Schutzfähigkeit. Die Frisbee ist ganz gut, um Meere zu treffen. Ich hätte eventuell auch mit der Frisbee zuerst angreifen sollen. Schluck. Ich wollte gerade sagen, geh ruhig da runter, da triffst du weniger. Ja, die können ja auch heilen. Dachte ja der Name schon. Die sind so ekelhaft nervig. Ich würde mal sagen, erstmal ich hier jetzt aufräumen. Pam, pam, pam. Nochmal. Die schon mal vorausschicken. Denkt man nicht, dass die diese Runde treffen, die Gegner. Ja, die haben jetzt diesen dummen Schild. Ja, natürlich spawnen da neue Gegner. Aber zumindest werden die da unten bedroht. Geh mal zuerst auf die Augen hier. So, und jetzt hoffe ich, dass ich diese Portale kaputt bekomme. Nee. Zumindest nicht so. Hab's versucht. So, was auch immer da rauskommt, das macht weniger Schaden. Ist doch ein guter Weg, Gegner abzulenken, die Dinger. Oh, eine Goomba-Brigade. Es ist immer noch möglich. Es wird nur schwer. Geht mal nach unten und lockt die mal weg von mir. Funktioniert ganz gut so. Wie die sich gegenseitig im Brand stecken, ist ganz schön. So, Hauptsache, die bringt das um. Ich glaube, ich muss die Schlacht nochmal machen. Nee, ich muss die Schlacht nochmal machen. Wir sehen uns an dem Punkt nochmal wieder. Weil ich überlebe die Runde nicht. Ey Leute, das hier hat jetzt wirklich lange gedauert. Diese Schlacht ist einfach mega unfair. Aber ich hab's geschafft. Die dummen Augen sind kaputt. Ey, mit diesen Geistern, das ist echt nicht witzig. Diese Geister nehmen einen so übelst auseinander. Bei
keinem einzigen Versuch, wo ich es versucht habe, hat es Bowser lebend durchgeschafft. Nicht bei einem einzigen. Und ich habe wirklich alles ausprobiert. Es hat einfach nicht funktioniert. Es war nicht möglich, Bowser am Leben zu erhalten. Dieser Bauer wird es einfach nie lernen. Er versucht immer noch, Gelee-Bananen anzubauen. Das wird nicht funktionieren. Das, was du vorhast, wird nicht funktionieren. Ey. Im Ernst, ich habe jetzt hier locker eine halbe Stunde an der Schlacht gesessen. Es war ultra schwer. Oh. Ach, ist das ein Indikator dafür, dass was sammelbar war? In einem Haus war doch auch so gelbe Fußstapfen. Warte, ich gehe mal prüfen. So, hier waren diese gelben Fußstapfen. Folgen wir ihnen. Wo führen sie uns hin? Okay. Und das Geld konnte ich jetzt nicht vorher finden. Da kann ich nicht rein. Okay. Ich gucke mir mal ganz kurz die Karte an. Ich glaube, hier drüben haben wir soweit alles. Ne, hier müsste ich drumherum. Irgendwo da unten ist ein Weg, der zurückführt. Also ich muss schon sagen, Rabbit Luigi ist echt schrecklich im Team. Bis unerträglich. Okay, das muss von der anderen Seite gemacht werden. Weil von dieser Seite komme ich da nicht durch. Okay, dann müssen wir wohl auf die andere Seite. Wo war die Röhre? Da war sie. Geht's da auch noch runter? Ach, hier geht's runter. Oh nein, da ist ein Drache und er ist K.O. Wieder so eine ich muss schwimmen Technik Herausforderung. Da war doch irgendwas mit so komischen Dingern einsammeln und reinwerfen. Da will ein Block rein. Haben wir erstmal die Herausforderung, würde ich sagen. Den Prima Paletti Pass. Dumbasch, ja, der Dumbasch Wettkampf. Nochmal Dumbasch sammeln und in das Teil werfen. Ja, das kennen wir ja schon von anderen Planeten. Das ist, glaube ich, jetzt das dritte Mal, dass wir das machen. Da ist eine Ente. So, einer ist drin. Schön in der Ecke locken. Wir können sie nicht mehr entkommen. Ich lege den mal auf dem Trocknen ab. Damit der hier nicht entkommt. Natürlich muss ich die einzeln fangen. Zum Glück sind es nicht viele, die man fangen muss. Ah, ich liebe diese Mario-Musik. So, ab der nächsten. Und tschüss. Willst du mich verkackern? Ist ernsthaft da oben hängen geblieben? Ja. Komm her. Dann kommst du mir doch nicht. Heiner mit dir. Ich habe 5 drin.
Herausforderung gewonnen, stand da. Das ist alles, was ich lesen wollte. Ich hab nicht mal gelesen, wie viel ich brauchte, ne? Nachts? Okay, ich soll das nachts nochmal versuchen. Ist okay. Und hier haben wir Peach Panik. Hätten wir die. Jetzt müssen wir die Toads retten. Ne, da sind schon wieder diese ekelhaften Geister. Und warum ist Mario statt Luigi in meinem Team? Also, ja. Diese Geister, die mag ich halt überhaupt nicht nach dem letzten Kampf. Erstmal alle boosten, dass wir mindestens einen von denen schon mal wegbekommen. Nach dem, was gerade eben war, mag ich euch überhaupt nicht. Ich muss da hinten hinkommen. Da gammelt keiner. Bowser, weg da. Obwohl, warte, besser. Rebella erstmal weg da. Ich habe einen tollen Plan. Könntest du die bitte in der anderen Richtung spawnen? Danke. Tod. Tod und Verderben. Die kann man auch aufheben und werfen. Kabum! Und jetzt, um das alles schön abzurunden. Mögest du brennen! Ernsthaft, nur einer? Das kommt mir schon wieder wie eine Verarsche vor. Und tschüss! Ja, beide Geister instant vernichtet. Mein größter Wunsch ist wahr geworden. Im Ernst, ich hasse die jetzt. Einfach weil die so sehr nerven. So, der kann sich eh nicht mehr bewegen, der Luigi. Alle sind in einer guten Deckung. Euch mag ich genauso wenig. Also die Special-Gegner hier sind echt nervig. Nein, jetzt kein Portal. Ich habe auch nie die Portale übrigens in der letzten Schlacht kaputt gekriegt. Selbst mit Booster nicht. Es war unmöglich. Ich würde sagen, Luigi macht als erstes den Sprung, ne? Kann ich mich direkt hier hinsetzen? Kann ich mich Luigi hier hinpflanzen, wo Bowser gerade steht? Und sagen, ich mache noch einen Teamsprung. So, Bowser, du möchtest doch auch noch darüber. Im besten Fall in der Richtung. Das hebe ich mir, das Feuer hebe ich mir die da unten auf. So, mögest du fliegen? Lern fliegen!
Crack! Nein, ich bin überhaupt nicht aggressiv, auf die anzusprechen jetzt. Ich hatte auch komplett ausgeblendet, dass die sich gegenseitig schützen können. Haben die sich gerade gegenseitig runtergeschoben? der schiebt einfach seinen Kollegen gerade mehrmals runter. Sehr schön. Boah, da muss ich gleich einmal hier erst mit der Aero-Klinge und danach mit der anderen Fähigkeit einmal reinjieten mit dem explosiven Sturm. Das wird so Schaden drücken. So, falls einer den Teamsprung braucht. So, dann mache ich einfach mal eben kurz unsichtbar. Dann bestehen da auch keine Probleme. Die spawne ich so weit wie möglich vorne. Alter, geht die Verteidigung flöten. Okay, jetzt gerade habe ich kurz Angst um Buse. Dass du da bloß keinen Schutz findest. So, wir haben hier noch einen Angriff. Ich mach mal einen Immunitätszauber gegen die Elektrizität. Nope. Nope. Ich mag keiner. So, und jetzt muss ich Rebella darüber helfen. Dass die auf jeden Fall den Flammensturm da gleich machen kann. Es werden so oder so ein paar Treffer. Von denen mal abgesehen. Ich könnte auch versuchen, mit Luigi die erstmal auseinanderzutreiben. So oder so booste ich jetzt erstmal alle. Ich würde sagen, mit Luigi nach da ganz hinten, in der Möglichkeit, dass ich die alle sehr weit wegtreibe. Hier gebe ich ruhig eine Mitgift. So, hoffentlich gehen sie jetzt alle in Rebellas Richtung. Oder dass die zumindest nah beieinander stehen. Naja, die standen vorher besser. Du kriegst auf jeden Fall eine Mitgift. Ich sehe trotzdem einen guten Punkt, wo ich das noch nutzen kann. Auch wenn ich vielleicht mit Bosa als zweites erst runtergehen sollen. So. Danach gibt es jetzt zwar keine Abwehr mehr. Das ist mir egal. Ein paar Mal trifft dann schon.
tatsächlich ist es ein bisschen von der Abwehr sogar übrig geblieben. Unerwartet. Aber willkommen. Also wenn ich schieße, geht meine Abwehr so oder so drauf. Ich kann nur auf dich schießen. Ich würde sagen, schieße ich auch mit Bowser auf den da hinten, dann ist er weg. So, mit Rebelle auf die beiden. Überleben dort schon. Na los. Also diese Spark-Erholung, die ist auch mega praktisch, muss ich sagen. Ja, der und der da trifft nix. Weil Luigi für die gar nicht erst sichtbar ist. Vom Prinzip her kann ich es jetzt beenden. Ich muss die nicht besiegen. Ich muss nur da hinten ankommen. Toads gerettet, würde ich sagen. Was sagt er mit Pfützen? So, wo muss das hin? Wo will das draufgeworfen werden? Da vielleicht? Hm? Und tschüss. So weit kann ich nicht werfen. Ich glaube, ich muss das von der Brücke werfen. Okay, jetzt stehe ich auf der Seite. Aber irgendwie gefühlt kann ich auch von hier aus das Ding nicht abwerfen. Oder? Doch, ich treffe es von hier. Hätte ich im richtigen Winkel gestanden. Ich hätte, glaube ich, von hier aus werfen müssen. Verdammt, nochmal laufen. Ich bin so dämlich, Leute. So, jetzt ist da die Welt frei. Ich suche nach versteckten Objekten. Jetzt kann ich die Challenge da machen. So, grüne Menschen, Herausforderung. Die nehmen wir heute noch mit. Ja, da ist die nächste. Und wir haben die Planetenmünze. Ja. Jawollo. Aber wahrscheinlich immer noch nicht genügend für den Planetenschlüssel. Ja, Leute. Wenn es euch heute gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Ich mache hier jetzt für heute Schluss. Das ging jetzt bei mir schon lang genug. Bis dann. Tschüss.